Moin Moin, Servus, willkommen zurück bei meinem Evolent 2 Let's Play. Ich bin der Muta und ja, in der letzten Folge haben wir hier schon 2 von 6 möglichen Rätseln gelöst in der Bibliothek. Die brauchen wir, um ja, Leistungspunkte zu bekommen, damit uns hier der Professor weiterhilft. So, dann wollen wir auch gleich mal zum nächsten Rätsel. Ihr seid Student? Ihr werdet schon sehen. Optik ist so simpel wie das ABC. Wenn es euch gelingt, eine ganz einfache Aufgabe zu lösen, bekommt ihr für mehr Leistungspunkte. Ein Dreijähriger würde das schaffen. Auch ein Rätselmuffel wie ich? Ich hoffe. Okay. Ihr werdet schon sehen, es ist furchtbar einfach. Nummer 9. Optische Optionen. Ein Strahl aus Quelle A muss in die Hauptleitung B gelenkt werden. Bewegt die Spiegel, um den Strahl auf Punkt B zu lenken. Während ihr alle 6 Kristalle aktiviert. Okay, erstmal so. So. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie ich das. Nee. Am geschicktesten mache. Okay, das muss so. Jetzt fehlt hier nur noch dieser eine, aber... Ja. Ich hasse Rätsel, Leute. Ich hasse sie. Warte mal. Ha! War doch einfacher, als ich dachte. Geil. Oh! Habt ihr es gelöst? Tja, ihr habt Leistungspunkte für Optik verdient. Perfekt. Mega. War doch gar nicht so schwer. Hallo, meine Freunde. Es ist mir eine große Freude, euch klassische Malerei zu erklären. Ich möchte lernen? Ja. Ich danke euch, meine Freunde. Klassische Malerei. Vervollständigt das Gemälde, indem ihr die Farben so platziert, dass keine zweimal in derselben Zeile oder Spalte erscheint. Die mit dem Punkt markierten Farben können nicht verschoben werden. Okay. Dann erstmal so. Halt. Dann so. Warte mal, die mit... Es sind ja 4. Und ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Farben. 4 Farben. 5 Farben. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Das geht. Ja. Gelb, rot, grün, da und da blau. Okay.
Mann! Ihr würdet jetzt sicherlich denken, Gott, ist das einfach. Macht es dahin. Aber ich stehe gerade echt übel auf dem Schlauch. Der muss irgendwo hier hin. Dann habe ich. Warte mal. Na, dahin wollte ich. Ja, dann habe ich hier das Blaue noch. So. Sehr schön. Bravissimo. Ihr verdient euch die Leistungspunkte für klassische Malerei. Sehr schön. War doch gar nicht so schwer. Hallo, ich bin der Kryptograf für den Händlerrat. Sie haben mich mit der Entwicklung eines neuen Codierungssystems zur Sicherung von Handelsgeschäften beauftragt. Ich habe endlich ein System entwickelt, das nicht geknackt werden kann. Würdet ihr das gerne ausprobieren? Ja, sagenhaft! Wenn es euch gelingt, mein System zu umgehen, bekommt ihr viel mehr Leistungspunkte für Kryptographie. Code. Welches der vier Symbole vervollständigt die Serie unten? Also wir haben einen Kreis. Kreis mit Punkt, 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 Punkt. Ich würde ja behaupten, es ist das da. Aber es könnte auch das da sein, aber ich denke das. Was? Entweder meine Verschlüsselung kann tatsächlich nicht geknackt werden oder ihr seid ein absoluter Ignorant. Welche Version sagt euch besser zu? Ich bin ein Ignorant. Definitiv. Ja, so. Weil man hat erst einen Kreis, dann einen Kreis mit Punkt, dann einen Punkt mit einem, ja, fast Kreis und einen Punkt in der Mitte, dann einen kleinen Kreis und drei Punkte. Dann kann es nur noch das hier sein. So, also war doch meine Intention richtig. Was? Ihr habt den Code geknackt? Jetzt muss ich wieder ganz von vorne anfangen. Lasst mich in Ruhe. Oh ja, ihr kriegt eure Leistungspunkte. Das ist sehr schön. Läuft ja wie am Schnürchen. Die Bibliothek beherrscht so viele Bücher, die alle akribisch geordnet sein müssen. Ich bin für das Archiv verantwortlich. Doch da eine solche Sammlung einfach nicht perfekt geordnet sein kann, trage ich den Titel des Archivars. Nee, Anarchivars. Ein kleiner Scherz, der sich auf das kaiserliche Zeitalter zurückführen lässt. Jedenfalls bin ich mit einem ordnungsbezogenen Problem konfrontiert. Gott. Bei dem ich mir keinen Rat mehr weiß. Ich habe deswegen schon seit 3 Nächten nicht mehr geschlafen. Würdet ihr das gerne ausprobieren? Ja klar. Also gut, packen wir es an. Kategorisch besessen. Eins der Bücher in der Bibliothek wurde falsch eingeordnet. Könnt ihr es finden? Also ich kann echt hier jedes Buch nehmen. Okay. Ich würde aus dem Bauch heraus das hier nehmen. Einfach aus dem Grund, weil es rot ist und doch eher bei den erdigen Tönen steht. Und bei den blauen. Aber hier unten sehe ich auch gerade grün und leicht bläulich. Dann habe ich hier ein dickes, da ein dickes, da ein dickes und da ein dickes.
Ich habe echt keine Ahnung, Leute. Vielleicht das hier. Doch nicht. Ich werde heute Nacht darüber nachdenken. Kommt wieder, wenn ihr einen Geistesblitz habt. Probieren wir nochmal. Ja. Ja. Also gut, packen wir es an. Ich dachte eben das hier, weil es komplett von oben bis unten alles ohne Lücke ausfüllt. Und in keinem der anderen Regale ist es so. Daher dachte ich das. So, dann gucken wir noch mal. Die haben alle einen Strich oben. Ein Strich, ein Strich, ein Strich, drei. Zwei, drei, zwei, eins, drei. Hier. Zwei, eins, zwei, 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 zwei. Aber hier auch zwei. Zwar tief, aber zwei. Dann da eins, 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 eins. Ah, ich hab's raus. Zwei, zwei, zwei. Bei diesem dicken sind immer Striche oben drüber. Und da gucke ich jetzt gerade. Eins, 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 eins. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3. Es ist das hier. Das hat 2 und die restlichen haben alle 3. Ha! Ganz genau. Das Etikett auf diesem Buch hat 2 horizontale Streifen oben und unten. Es sollte auf dem zweiten Regal stehen. Dass mir das nicht aufgefallen ist. Danke für eure Hilfe. Ihr habt eure Leistungspunkte für Archivwesen verdient. Oh, du liebes Bisschen, dieses Buch haben wir in dreifacher Ausführung. Hier, nehmt es. Wir haben schon so gen nicht genug Platz. Cool. Und nun, ich habe noch das Buch bekommen, das ich ja den Mädels dann versprochen habe. Hoffentlich erweist sich das Buch als nützlich. Ja, klar. Perfekt. So, und dann, ich glaube, bei dem hatten wir noch eins. Seid ihr der neue Student? Ich habe ein sonderbares Relikt mit einem Mechanismus ausgebuddelt, bei dem, mit dem man einfach nicht zurande komme. Ich nicht zurande komme. Habt ihr ein paar Minuten übrig? Ja, habe ich. Das ist nett von euch. Dieser merkwürdige Gegenstand wurde in antiken hyrolischen Ruinen gefunden. Es hat kein Schloss, nur dieses bizarre Tasten mit Symbolen. Ihr würdet mir einen großen Gefallen tun, wenn ihr das Ding öffnen könntet. Nummer 3. Mysteriöses Relikt. Diese Truhe öffnet sich, wenn man diese 16 Knöpfe in der richtigen Reihenfolge drückt. Der Goldknopf muss als letztes gedrückt werden. Welcher Knopf muss als erstes gedrückt werden, um den Mechanismus zu entriegeln? Also der muss als letztes. Dann hier 2, weil 2 gehen wir hoch. Dann da. 2. 3. Da. 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 Wartet mal. Da. 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 Dann da. Es müsste der hier sein. Ha! Nice! Ach, herzlichen Dank! War ja gar nicht so schwierig. Jetzt bekommt ihr eure Leistungspunkte in Archäologie. Perfekt. So, und dann wollen wir gerade noch mit ihm hier reden.
der Dekan und schreiten eure Studien gut voran? Ihr habt alle erforderlichen Fächer abgeschlossen. Wollt ihr euer Studium beenden? Joa. Glückwunsch, die meisten Anhänger geben vor dem Ende auf. Also gut, weiter zum Unterricht. Was möchtet ihr wissen? Die Magie. Die Magie sind ein Volk oder eher eine Kultur, die ihre Blüte vor mehr als 2500 Jahren hatte, als die Welt größtenteils unter Wasser stand. Die Legende besagt, dass ihre magischen Kräfte alles bisher dagewesen übertrafen. Manche Stimmen behaupten sogar, dass sie die Zeit selbst zu manipulieren vermochten. Doch dabei handelt es sich vermutlich um Übertreibungen ihrer Zeitgenossen, um die merkwürdigen Phänomene zu erklären, die auftraten, nachdem... Wie dem auch sei, nachdem sie das Zeitalter, in dem sie lebten, dominiert hatten, verschwanden sie vor 2000 Jahren vollends. Sie ließen nichts weiter zurück als ein paar Ruinen und viele ungelöste Rätsel. Was möchtet ihr wissen? Die Margeliten. Was wir landläufig als Margeliten kennen, sind tatsächlich die berühmtesten Relikte aus der Zivilisation der Magie. Sie sind recht selten, aber gleichmäßig über die verschiedenen Kontinente verteilt. Welchen Zweck sie dienten, ist nicht bekannt. Entschlüsselte Schriften erwähnen einen Weg oder Pfad. Aber wohin führt er? Nebenbei bemerkt, war es bei der Suche nach einem Margeliten, dass meine ehemalige Professorin, ebenfalls eine ausgewiesene Expertin für die Magie, den Tod fand. Eine wirklich traurige Geschichte. Dann das Verschwinden der Magie. Es ist mit Gewissheit das größte Mysterium aller Zeiten. Warum wurde eine so mächtige Zivilisation wie die der Magie vor 2000 Jahren vor dem Erdboden verschluckt? Und auch so gut wie spurlos? Nach jahrelanger Forschung muss ich zugeben, dass ich nach wie vor keine blasse Ahnung habe. Was möchtet ihr wissen? Ja, der Professor. Meine alte Professorin war eine führende Expertin für Magie. Sie widmete ihr ganzes Leben der Aufgabe herauszufinden, warum sie verschwanden. Ich erinnere mich, dass die Margeliten sie besonders interessierten. Sie glaubte, den Steinen wohne eine Kraft inne, die es ihr nach ihrer Aktivierung ermöglicht würde, mehr über die Magie herauszufinden. Sie hatte einen Margeliten entdeckt, den sie glaubte, mit dem Zeitstein aktivieren zu können. Leider wurde sie von den Piraten gefangen genommen, die zu jener Zeit auf der Insel hausten. Seither ist sie spurlos verschwunden. Das war auf der Insel der Magie. Jener, die man jetzt die verfluchte Insel nennt. Was möchtet ihr wissen? Der Zeitstein. Der Zeitstein selbst ist ebenfalls legendär. Es besteht ein Zusammenhang zwischen ihm und den Margeliten. Mehr weiß ich allerdings auch nicht. Dieses Artefakt ist nun um vieles älter als die Magie selbst. So alt, dass sich niemand erinnert, wann oder warum es erschaffen wurde. Ich bin auch nicht einmal sicher, ob der Stein überhaupt existiert. Der einzige direkte Hinweis, den ich identifizieren konnte, befindet sich im Archiv der königlichen Familie von Dämonia, das ich besuchen durfte. Der Zeitstein ist offenbar ein großer, runder, schwarzer Stein, in dessen Mitte ein Auge gemeißelt ist. Das Auge sieht interessanterweise dem ähnlich, das vom Propheten verwendet wird. Ein bizarrer Zufall, wenn ihr mich fragt. Aber ich beschäftige mich kaum mit der Welt da draußen. Was möchtet ihr wissen? Na, die Insel der Magie natürlich. Die Insel der Magie befindet sich weit im Osten und ist nur per Boot vom Seerehafen aus erreichbar. Sie hat ihren Namen von den Magieruinen, die dort gefunden wurden. Piraten ließen sich auf ihr nieder, wurden jedoch zu einem späteren Zeitpunkt unter mysteriösen Umständen vertrieben. Egal was passiert ist, die Fischer weigern sich, sie zu betreten. Sie glauben, die Insel sei verflucht, daher auch der Name, den sie ihr gaben. Verfluchte Insel. Eine echte Geistergeschichte, als ob es wirklich welche gäbe. Um zur Insel der Magie zu gelangen, braucht ihr ein Boot. Vergesst nicht, dass nur ein Mitglied des Händlerrats euch einen Geleitbrief ausstellen kann. Okay, ich glaube, wir haben alles erfahren, was wir wollten. Und ja, damit sind wir auch am Ende der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert mich. Ich würde mich richtig, richtig freuen. Ja, wie es dann jetzt weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bin euer Mutter. Bis dahin. Tschüss.